zwischen dem Freiheitscamp und der großen Revolution. Ich rede auch gern von der gewaltfreien Weltrevolution der Vernunft und Liebe. Ich habe das Ganze in drei Abschnitte eingeteilt. Erstens, der große ganzheitliche Sinn des Ganzen oder, Doppelpunkt, warum die Erlangung echter Demokratie und freier Argumentekultur noch wichtiger ist als die Durchsetzung spezieller Corona-Auffassungen. Zweitens, ein paar Bemerkungen zum Verlauf der praktischen Durchsetzungsversuche des Camps. Doppelpunkt, warum das Freiheitscamp vom Staat restriktiver behandelt wird als andere Camps, zum Beispiel für ökologische Ziele. Drittens, ein paar konkretere Prophezeiungen, zu welcher gesellschaftlichen Verantwortungskultur es wohl kommen kann, wenn echte Demokratie geschafft ist. Also, dass wir nach Argumentequalität gehen, statt nach Lobbykorruption. Doppelpunkt. Ein paar zentrale Stichworte für ein neuartiges System der Verantwortungsreife bzw. des Verantwortungsvertrauens sind aus meiner Sicht, und das habt ihr jetzt wahrscheinlich eben zum Teil noch nie gehört, diese Begriffe, sie sind aber Schlüsselbegriffe und werden leider den Menschen viel zu sehr vorenthalten. Also der erste Begriff, Post-Conventional Level bzw. nachkonventionelle Bewusstseinsstufe, Beuelsbacher Konsens, die Erdcharta, also eine Fortsetzung der Menschenrechtscharta als Keimling für eine wirkliche Menschheitskonsensdemokratie, dann Vertrauensarztkommunen mit messbarer Wohlfühlstimme für die Menschen und als letztes aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen. Die Bonobos sind diese kleinen Schimpansen, die da so friedlich und wie die Hippies zusammenleben. Also wenn ich dazu komme, werde ich da auch ein paar Worte dann noch sagen.